Ich darf den nächsten Referenten ankündigen, auch für viele kein Unbekannter. Es handelt sich um Günther Ederer. Günther Ederer fand schon kurz nach seinen Lehrjahren bei der Tages- und Wochenzeitungen den Weg zum Fernsehen. Nach 3 Jahren beim Südwestfunk Baden-Baden wechselte er 1990 zum ZDF, wo er ab 1971 die renommierte Wirtschaftssendung Bilanz mitgestaltete. Von 1984 bis 1990 berichtete er als Fernsehkorrespondent des ZDF aus Tokio über die Umbrüche in Asien. 1990 hat sich Ederer gemeinsam mit seiner Frau Anke selbstständig gemacht. Als Filmproduzent und Wirtschaftspolitist hat er mittlerweile in 64 Ländern Film produziert. Seine klare Sprache, aber auch seine kompromisslose Recherche hat ihm mittlerweile 23 Filmpreise und Auszeichnungen angebracht. So, ich kürze es ab. Damit ist Günther Ederer einer der am meisten ausgezeichneten Wirtschaftsjournalisten Deutschlands. Er ist Autor einer Reihe von sehr erfolgreichen Büchern. Heute spricht er über Nebenwirkungen des Weltuntergangs. Günther, dein Wort. Probieren wir es erstmal. Klappt also mit dem Mikro, werden wir uns also verständigen. Ja, Weltuntergang, denn dass der Weltuntergang kommt, das ist ja klar. Wenn ich die letzte Generation in ihren Ängsten sehe, dann ist das ja nur eine Frage der Zeit, bis der Kipppunkt erreicht wird. Denn egal was wir machen, China will erst 2070 klimaneutral sein, also haben wir noch eine Zeit dazwischen. Aber was sind die Konsequenzen dieser Zeit? Ich möchte, dass man sieht, wie es entsteht am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Denn da kenne ich mich hier ein bisschen aus. An einem Beispiel einer Talkshow mit Anne Will von einer Woche. Die Gäste politisch ausgewogen, so sieht es jedenfalls nach außen aus. Von der Regierung ist Marco Buschmann da, der FDP-Justizminister, und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Dann kommt die Opposition. Das war Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, und natürlich war auch die Presse vertreten. Petra Pinzler, die für die Zeit unter anderem über Umwelt schreibt. Und dann noch der Gast, um den sich alles drehte, Carla Hinrichs, Vollzeitkraft bei der letzten Generation. Und was, wenn ich dann diese Carla Hinrichs in der Sendung sah, dieses sorgenzerfurchte Gesicht einer jungen Frau, da habe ich richtig Mitleid. Man muss sich mal vorstellen, was die treibt. Die sind sicher, die Welt geht unter, wenn nicht sofort gehandelt wird. Die kleben sich auf den Straßen, sie kleben sich an Bilder, jetzt kleben sich auf Flugplatzpisten. Was für ein Engagement, was für eine Not, für eine Angst muss da drin stecken. Und das sollte man gar nicht zu kurz nehmen. Aus dieser Not und dieser Angst erwachsen noch ganz andere Konsequenzen. In der Öffentlichkeit werden sie auch von den meinen Kollegen als Aktivisten bezeichnet. Ein Aktivist ist etwas was Positives eigentlich. Aber für was sind sie aktiv? Um den Weltuntergang zu verhindern, gibt es noch ein hehreres Ziel? Vielleicht gibt es noch ein paar Religionen, die auch, ich meine, die Zeugen Jehovas sagen auch regelmäßig den Weltuntergang voraus. Und wenn er da nicht eingetreten ist, suchen sich ein neues Datum. Hat aber nie gehört, dass das wegen aufgehört wird. Diese Not des Weltuntergangs müsste man sich eigentlich klar machen, wie kann sowas passieren. Ich war in den letzten Jahren gezwungen, ein bisschen mehr Fernsehen zu gucken als sonst was aus persönlichen Gründen. Wenn innerhalb von einer Stunde nicht das Wort klimaneutral, Klimakatastrophe oder Weltuntergang fiel, habe ich schon Entzugserscheinungen regelrecht gekriegt. Diese ununterbrochene, egal welchen Film, ich habe mich gefragt, wenn man die Redaktionsleitungen mal sagen würde, mach mal einen Text ohne das Wort nachhaltig, Gerechtigkeit und Klimarettung und umstritten. Und es gab ja früher so eine Möglichkeit in der Schule, bilde einen Satz mit, bilde mal Sätze ohne diese Begriffe. Die wissen gar nicht mehr, wie man formulieren soll, denn das gehört zu jeder Sendung, egal zu welchem Inhalt. Irgendwo ist es eine Möglichkeit, da den Weltuntergang zu sehen. Und warum sollen das dann junge Leute nicht glauben, die sich auf die Wissenschaft berufen?
Hier sind auch ein paar Wissenschaftler. Sie werden sicher dabei nicht auftauchen. Denn alle Wissenschaftler, die müssen vorher so eine Art Check sagen, dass sie klimatauglich sind oder klimauntergangstauglich, würde ich mal lieber sagen. Nehmen wir mal drei davon. Latif Mochib, dann Ottmar Edenkofer und Stefan Ramsdorf. Mit den drei hatte ich schon zu tun, als ich vor über 20 Jahren anfing, mit diesen Themen zu machen. Mochib Latif hat damals mir erklärt, es gibt keinen Schnee mehr demnächst. Die Kinder werden das nur noch aus den Schulbüchern kennen oder aus den Lehrbüchern. Und wenn es jetzt schneit, denke ich immer, er muss ja recht haben. Also Schnee kann es nicht sein. Was ist es dann? Ich sage immer, das ist jetzt Klimastaub. Oder Stefan Ramsdorf, der ja schon mal geschrieben hat, man müsste mehr Öffentlichkeitsverbot, Veröffentlichungsverbot teilen. Naja, für ihn hat sich das gelohnt. Er hat $1 Million bekommen von der Douglas-Stiftung für seine Studien, dass der Golfstrom versiegt. Jetzt ist er immer noch nicht versiegt. Die $1 Million musste er nicht zurückzahlen, aber er meldet sich immer wieder zu Wort. Und Ottmar Edenkofer, ja, er ist derjenige, der gesagt hat, es geht uns nicht mehr um den Umweltschutz, es geht um die Umverteilung der Ressourcen. Und wenn Sie genau betrachten, was eigentlich da passiert, beschäftigen wir uns mit der Vertreterin der Presse, mit Petra Pinsler, die die Rolle natürlich hatte, der so eine Art Begutachterin der Politiker. Petra Pinsler ist bekannt geworden, dadurch, dass sie mit ihrer Familie einen Versuch gemacht hat, viel für das Klima, also das ist eine vierköpfige Familie, indem sie mit Hilfe auch ihrer 12-jährigen Tochter alles eingespart haben, was CO2 ist, wie man das machen soll, die totale Umstellung dieses Lebens. Petra Pinsler war aber auch mal Korrespondentin der Zeit in Amerika und in Brüssel. Mir ist nicht bekannt, dass sie da mit dem Fahrrad hingefahren ist. Das heißt, die Zeit, wie man das Klima zu retten hat, wird detailliert vorgegeben für die Gesellschaft und danach hat man sich dann zu richten. Sie tritt als Journalistin auf, aber Recherche ist darauf beschränkt, auf das, was die Klimapäpste, die Klimarichtung vorgeben. Das ist dann eine ausgewogene Sendung. Petra Pinsler war auch für die Zeit jetzt in Sharm el-Sheikh. Und das gibt die Gelegenheit auch zu sagen, Sharm el-Sheikh hat eigentlich gezeigt, wie verlogen die Debatte ist. Also wie gesagt, die Chinesen sagen, 2070 wollen sie klimaneutral sein. Die Inder sagen, wir sind ein Entwicklungsland, wir machen nur etwas oder wir müssen noch gar nichts machen. Die Industriestaaten haben das ja alles schon über Jahre lang, sind die verantwortlich dafür, dass die Klimakatastrophen, die Wetterkatastrophen stattfinden. Also müssen die Industriestaaten dafür bezahlen. Die Inder sind die Fürsprecher dieses 100-Milliarden-Fonds, 100 Milliarden pro Jahr, den die Industriestaaten bezahlen sollen, um dann damit sie überhaupt bereit sind, etwas zu machen. Ich war 1998 in der Provinz Hyderabad, bin wir so ungefähr eine Stunde mit dem Auto in ein Dorf gefahren, wo Solarpaneele aufgestellt waren. Die hatten zur Folge, dass die Frauen nicht mehr bis zum Fluss Kilometer laufen mussten, um Wasser zu holen, sondern man hatte eine Pumpe, die die Solarzelle betreute. Es gab eine Birne für jede Hütte und abends ab 18 Uhr über Batterie gespeichert dann eine Art Bildungsfernsehen, also Analphabetisierungsfernsehen. Das hatte zur Folge mit dieser einen Glühbirne und dem Analphabetisierungsfernsehen, dass die Geburtenrate in diesem Dorf massiv sank.
hat etwas mit Licht zu tun. Ich fand dieser Beginn aus dem im ländlichen Indien, wo Milliarden Menschen abgelegen leben, ein Ansatz wirklich, um das Problem, das wir haben, nämlich der Überbevölkerung und der Ernährungsbasis und der Ausbeutung der Frauen in der dritten Welt entgegenzustellen. Ich habe aber nie gehört, dass dieses Modell, das hat damals Siemens organisiert, dass das in großem Stil jetzt für indische Dörfer gemacht worden wäre. Ich hätte das sehr begrüßt, wenn Indien, statt auf den Mond zu fliegen zu wollen und den Weltraum zu erobern, seine Dörfer mit Solarzellen ausgestattet hätte. Aber das ist nicht gestartet, hat nicht passiert. Und wenn ich jetzt sehe, dass diese Carla Hinrichs, diese letzte Generationsvertreterin, bei uns politische Forderungen erhebt, dann erinnert mich das wieder ähnlich wieder an Indien. Es wird nicht um die wirkliche Verbesserung unserer Situation gekämpft, sondern um Ideologien. Lassen Sie mich das an zwei Beispielen, das, was die letzte Generation fordert. Also selbst, das ist ja Binsenweisheit, wenn Deutschland auf der Weltkarte verschwindet mit dem 2% Anteil oder 1,81% Anteil, die wir an CO2-Ausstoß weltweit haben, wenn wir verschwinden, passiert gar nichts. Weil, ja, wie gesagt, mit wem wollen wir denn die Welt retten? Mit den Chinesen nicht, mit den Indern nicht, mit den Indonesiern nicht, mit den Brasilianern nicht, mit den Amerikanern nicht. Also was bleibt denn da übrig? Mit Dänemark oder Österreich oder Liechtenstein? Ich fürchte, es wird alles nicht helfen. Und wenn wir dann auf Europa schauen, da sind die Franzosen sehr agil in der Festsetzung, was jedes Land tun muss, da kommt immer dabei heraus, sie müssen nichts tun oder wenig tun, weil sie ja schon Atomkraftwerke, CO2-freie Atomkraftwerke haben. Die Schweden müssen nichts tun, weil sie mit Atomkraft und Wasserkraft haben. Die am meisten investieren müssen, sind wir. Und das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands über die Energiepreise zu erhöhen. Dazu kommt noch unsere dusselige Energiepolitik in Bezug auf Russland und der Abhängigkeit sich machen, was ja auch mit einer ziemlichen Verlogenheit zusammenhängt. Wir haben nur erneuerbare Energien nur noch aufbauen wollen, gleichzeitig aber uns von Gas abhängig gemacht, egal wo es herkommt. So als ob Gas kein Kohlenstoff wäre. Das wurde aber komischerweise eher akzeptiert, dass es Gas war. Weil, ich glaube, jedem klar ist, dass wir allein mit Erneuerbaren es nicht schaffen können. Wir haben eben den Vortrag gehört über die mögliche Nuklearmöglichkeiten, die es gibt. Ich bin kein Freund der klassischen Atomenergie, denn einer meiner Produktionsreisen führte mich nach Bikini in Iwetok, dort, wo die Atombombenversuche gemacht werden und Plutoniumdome jahrhundertelang strahlen werden. Also, aber die Forschung weiter zu betreiben, das, was wir eben gehört haben, wäre ja eine Perspektive, denn wir werden immer Energie einführen müssen. Was auch auffällt in den ganzen Debatten, es wird nie ein Preis genannt. Über Geld reden wir nicht. Dabei sind die einfachsten Lehren, die dazu gehören, ein Produkt, das knapp wird, wird teuer. Umgekehrt, was in Hülle und Fülle ist, hat keinen Preis. Was kostet wohl das Kilo Sand in der Sahara? Den Preis möchte ich gerne mal hören. Oder eine Flasche Nordseewasser in St. Peter-Ording am Strand. Aber wir kommen nicht auf die Idee, dass wir das Energieangebot erhöhen müssen, sondern es wird verknappt, verteuert, dann unbezahlbar für die Parteien und somit wird systematisch die totale Verstaatlichung unseres Lebens vorbereitet. Aber nochmal zurück zu den Forderungen der letzten Generation, akut an unseren Staat, da ist das eine Mal das 9-Euro-Ticket. Das ist jetzt die Sehnsucht, alle
bitte verlassen Ihren Privat-Pkw und fahren mit dem öffentlichen Verkehr. Ich habe 6 Jahre in Tokio gewohnt. Dort hatte ich 3 Möglichkeiten, von meiner Wohnung zu meinem Studio zu kommen. Das waren 36 Kilometer. Die eine Möglichkeit war mit dem normalen Auto auf der normalen Straße. 1,5 Stunden nachts um 1 Uhr, wenn die Bars zu machen, 2 Stunden. Also war nicht sehr attraktiv. Die zweite Möglichkeit war auf der Stadtautobahn. Die kostete damals schon eine Strecke 11 Mark, das hieß hin und zurück 22 Mark Autobahngebühr am Tag. Da bin ich ganz alleine davon dahinter gekommen, dass das teuer ist. Da brauchte ich keine Umerziehung. Und die dritte Möglichkeit war, mit der S-Bahn für 2,20 Mark in einem 3-Minuten-Takt. Das habe ich gemacht. Ich bin S-Bahn gefahren, ohne Erziehungsauftrag. Ohne Weltrettungsauftrag. Und weil das das Vernünftigste war. Und weil das das Vernünftigste ist, nehmen in Tokio fast alle die U-Bahn. Und wenn man dann hört, dass die S- und U-Bahnen in Tokio aus 5 Gesellschaften bestehen, davon sind 3 Familienunternehmen, dann ist spätestens bei uns die Debatte schon beendet. Weil das ist unvorstellbar. Und alle kriegen keine Subventionen, alle müssen auf dem Markt verdienen. Die Idee, dass man über den Markt das regeln könnte, kommt bei uns keiner, sondern das wird zugeteilt. Also machen wir ein 9-Euro-Ticket oder jetzt ein 49-Euro-Ticket. Auf der Fahrt hier, habe ich heute gehört, hat die Bahn, die Bundesdeutsche Bahn AG schon gesagt, wenn das jetzt ein Anstoß wird, den können wir gar nicht bewältigen. Wir haben weder die Möglichkeit, noch mehr Züge auf die Schiene zu bringen, noch sind die Schienen in der Lage, das zu bewältigen. Das heißt, wir erzeugen eine Nachfrage, die wir jetzt schon nicht bedienen können. Und diese Nachfrage bezahlen wir dann auch noch mit öffentlichen Haushalten. Noch bescheuerter kann es doch eigentlich gar nicht sein. Und das im Sinne von rettet die Umwelt. Also die Weltuntergang muss für jeden Schwachsinn herhalten, den wir auch verkehrspolitisch betreiben. Dasselbe ist gegen den Ausbau unserer Autobahnen, der durch endlose Bundesverkehrswegepläne debattiert und gemacht und dann wird dagegen demonstriert. Auch hier geht es überhaupt nicht um den Verkehr. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, was die A49, die durch Mittelhessen gebaut werden soll. Demonstranten, die die Bäume festgesetzt haben, mittlerweile sind wir bei 31 Millionen Euro Kosten, die das verursacht haben. Ich bin damals dahin gefahren und habe mich mit den Baumbesetzern unterhalten, was sie eigentlich erreichen wollen. Hier wird eine Autobahn gebaut, die den Verkehr verkürzt, die damit eher durch einen Wald, der bisher Nutzwald war, der Naturwald werden soll. Also alles sprach dafür, diese Autobahn zu bauen. Aber dann sagten mir die Besitzer, und was ist die Besetzer? Dann sagten sie mir, es geht darum, den Kapitalismus zu überwinden. Es geht doch nicht darum, die Gesellschaft effizienter und freier zu gestalten, sondern unter der Überschrift Weltuntergang mit gleichzeitig der ideologische Ansatz, des Kapitalismus überwinden gestellt. Das hat Carla Hinrichs, die wie fast alle aus dieser Fridays for Future und Letztgenerationbewegung kommen, ich habe dann auch seine Milieu, dass ich mal gesagt habe, Moralbourgeoisie. Nicht mehr die Gesetze regeln, sondern wer die höhere Moral hat, bestimmt, was akzeptiert wird. Und leider, das wäre ich bei den beiden Politikern, die in der Sendung waren, lässt sich das unsere Parteienlandschaft aufschwätzen. Wir wollen das ja alles so machen, wie ihr das wollt, ihr müsst nur mehr Geduld haben. Da wird dabei übersehen, es geht hier tatsächlich um die Überwindung unseres Wirtschaftssystems. Und das ist eigentlich nicht verhandelbar. Und dann
das war am Sonntag und die Woche drauf war dann Markus Lanz, Stefan Weil sein Gast und, oh Wunder, ein ehemaliger Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Professor Hans-Joachim Kümbel. Und es ging um Fracking. Und der Professor der Geowissenschaften erklärte, wie sicher Fracking wäre und dass wir in Deutschland zwischen 320 und 2030 Milliarden Kubikmeter Erdgas im eigenen Land hätten. Er hat dann auch noch vorgerechnet, wie viel das an CO2 einsparen würde von dem Erdgas, das wir jetzt über LNG-Terminals holen, und die Kosten, was der Kubikmeter kostet. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwo gelesen haben. Ich habe es noch nie irgendwo gelesen. Da wird nur geredet, dass man jetzt das schafft, dass man LNG-Terminals hinkriegt. Aber was das wirklich kostet, wird nicht diskutiert. Professor Kümbel hat das also sehr sachlich ein Wissenschaftler erklärt. Und der niedersächsische Ministerpräsident hat dann gesagt, aber das hat ein solch schlechtes Image, das kriegt man nicht durch. Deswegen ist er dagegen, dass das überhaupt, weil Niedersachsen hat den großen Anteil davon. Das finde ich auch interessant. Nicht mehr das, was möglicherweise CO2 reduzieren würde, wird gemacht. Nicht mehr das, wo man von Wissenschaftlern hört, dass es sinnvoll wäre, das uns unabhängig machen würde von Russland und von Katar. Das wird nicht gemacht, weil es politisch so schwer durchzusetzen ist. Dazwischen sitzen die Moralbourgeoisie und, wie ich es immer sage, die Gutmenschen und Scheinheiligen, die verführte junge Generation, an denen leider mein Beruf einen großen Anteil hat. So ist die Verkehrspolitik und die Energiepolitik ein Opfer dieses Weltuntergangsdebatte. Und dann ist es noch etwas anderes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir fällt auf, wie viele Moderatoren oder Gäste von Moderatoren und Sendungen sich als vegan oder Vegetarier outen. Die nächste Kollateralschaden unseres Weltuntergangs ist die Landwirtschaft. Und wer heute noch zugibt, dass er gerne ein Steak isst, ist ja schon verdächtig, dass er am Weltuntergang mitarbeitet. Wer sich damit mehr intensiv beschäftigt, stellt wiederum fest, die Fakten, die damit zusammensprechen, sind so gut wie unbekannt. Vor 3 oder 4 Wochen war in Dublin eine Konferenz von Wissenschaftlern, die sich mit diesem Thema Fleischkonsum und Folgen für die Volkswirtschaft und Folgen für die Gesundheit beschäftigt haben. Aus 18 Staaten waren das, und die haben in Dublin vorgetragen. Darüber wird es demnächst ein Sammelband geben. 2 Dinge kamen dabei heraus. Wer sich vegan ernährt, hat nach 30 Jahren ungefähr dieselben Krankheitsschäden wie Kettenraucher. Und wer sich nur vegan, die ganzen Gutachten, die feststellen, dass Rindfleisch gesundheitsschädlich ist, werden bezahlt von Unilever, Nestle, Danone, den großen Lebensmittelkonzernen, die ihre Petrischalen essen, teuer verkaufen werden und das als gesünder ist. Deswegen müssen dann rote Beeren für Fleischersatz herhalten. Aber was viel noch tragischer ist, wenn wir schon von Rindfleisch essen, was wahrscheinlich nicht bekannt ist, unter den 20 Nationen mit dem größten Rinderbestand pro Kopf der Bevölkerung sind 10 afrikanische Staaten. Das heißt, wer die
diesen Kampf gegen Rindfleisch würde bedeuten, die Proteinbasis weltweit massiv zu verringern und vor allen Dingen regelrecht den Hunger in Afrika zu organisieren. Man redet bei, denkt dann an Amerika oder sonst was, aber zum Beispiel das Land, das die, den dritthöchsten Pro-Kopf-Besatz an Rindern hat, ist der Tschad. Und in den 20 Staaten ist Sudan, der Südsudan, Zentralafrika, Niger, Mali. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Sondern wenn wir, Deutschland liegt auf Platz 103 in der Weltliste mit dem Rindbesatz. Wenn wir alle unsere Rinder umbringen, dann hat das dieselbe Wirkung, wie wenn wir unser CO2 abschaffen. Und was dabei auch zum Vorschein kam, die Methangase werden ja über Satelliten, dort wo sie auftreten, sorgfältig überwacht. Und dann gibt es eine Landkarte, wo aufgezeichnet ist, wo Methankonzentrationen in der Welt sind. Die sind nicht dort, wo die Rinder sind, sondern sind dort, wo Erdgasförderung ist sehr, sehr stark und dann in Nassreisanbaugebieten. Das heißt, wer es wissen will, könnte sehen, dass das Methan überhaupt keine Auswirkungen, oder die Rinderhaltung keine Auswirkungen auf die Methangaszusammensetzung hat. Das sind alles öffentlich zugängliche und auch wissenschaftlich überprüfte Fakten, die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und das ist das, was ich wiederum meinen Kollegen vorwerfe. Der Journalismus ist nicht dazu da, eine einzige Seite zu ihrem Sieg zu verhelfen, sondern nachzufragen, misstrauisch zu sein. Ich weiß nicht, ich bin kein Physiker. Ich kann nur Fragen stellen. Aber wenn ich die Fragen nicht stelle, dann mache ich mich mitschuldig an dieser einseitigen, ideologisierten Klimawandeldebatte. Und das, würde ich sagen, sind die Opfer der Weltuntergangstheorie. Unsere freiheitliche Wirtschaftsordnung, unsere Energieversorgung zu bezahlbaren Preisen für jeden ohne Milliardenprogramme von Regierungen, denn wer bezahlt denn die Milliardenprogramme? Kannst du vorher mal verteilen, ich gebe denen, die das 9-Euro-Ticket jetzt oder das 49-Euro-Ticket davon Nutznießer sind, aber wer bezahlt es denn? Hier hält sich leider immer noch der Glaube, der Staat könne alles. Und wenn das immer heißt, aber das muss der Staat machen, dann stelle ich die Frage, wer ist für dich der Staat? Die Politiker? Nein, um Gottes Willen, die letzte Bande. Also, ne? Dein Finanzbeamter oder andere Beamte, mit denen du es zu tun hast? Nee, das ist auch nicht. Also der Staat sind weder die Politiker noch die Beamter noch das Beamtum. Also dann, wenn du sagst, der Staat soll es machen und weiß nicht, wer es ist, dann geht lieber zum Psychiater und leg dich erstmal auf die Couch, bevor du wieder. Und so denke ich, dass größere Teile unserer Nation auf die Couch gehören. Wenn wir nicht verlangen, dass der Staat es machen soll, den wir im Grunde genommen ja gerade festgestellt haben, dass er es nicht kann. Ich würde jetzt Ihnen gerne nochmal sagen, die Deutschland oder die besser nach dem Pro-Kopf-Einkommen die Staaten mit den meisten Rindern ist Uruguay und Neuseeland, der Tschad, Paraguay, Mongolei, Irland, Südsudan, Argentinien, Namibia, Brasilien erst an 7. Plätze, Zentralafrika, Australien. Und Deutschland, wie gesagt, ist bei der absoluten Menge auf Platz 30. Und bei den pro Kopf auf Platz 101. Was also wir erleben, ist, die Gutmenschen, Scheinheiligen,
Sie reden vom Klima und zerstören die Lebensgrundlage von Entwicklungsländern und die Grundlage des Wohlstaates in den Industriestaaten. Aber Sie sind die Verführten wie Carla Henrichs oder Verführer wie Stefan Ramsdorf. Dazu gehören die Gurus wie Petra Pinzler, die übrigens bei Lanz auch wieder in der Show war. Das heißt, man muss mit dem rechten inhaltlichen Selbstmarketing betreiben, um dann in den Talkshows zu kommen, die ja die recherchierte Zeit ersetzen. Also sind es die Nutznießer und wie Petra Pindler und das Ego-Marketing der Grünen, die nebenbei noch eine neue Welt schaffen wollen. Und diese neue Welt riecht in meinen Augen sehr nach George Orwells 1984. Ich halte keine netten Vorträge, aber denken Sie mal darüber nach. Dem ist eigentlich so gut wie nichts hinzuzufügen. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit, der Sekt ist schon auf dem Tablett, kein Scherz. Ja? Und gibt es jetzt wirklich so elementare Fragen, die gestellt werden müssen an den Referenten? Unbedingt, okay, eine kurze Frage, kein Kommentar bitte. Ja, bei allem Respekt, nicht wahr? Die Frage mit dem Rindfleisch, haben Sie wirklich total übersehen, dass es vor allen Dingen eine ethische Frage ist, dass in der Massentierhaltung eine grausame Tierquälerei stattfindet, die eines Kulturvolkes nun wirklich unwürdig ist? Da antworte ich gerne darauf. Die Rinder, die in Afrika zum Beispiel, stehen in keinem Stall und werden auch freigehalten. Und dass wenn die Massentierhaltung mit der Ernährungsbasis in Verbindung bringt, heißt ja nicht, dass ich für Massentierhaltung bin, sondern für eine vernünftige Aufzucht von Tieren und nicht nur bei Rindern. Noch mehr betroffen davon ist unsere Schweinezucht, aber das hat bitteschön nichts mit damit zu tun, ob das Gesundheit für den Menschen ist oder ob dadurch die Umwelt zerstört wird. Das heißt, es ist kein Plädoyer für Massentierhaltung, sondern ganz im Gegenteil. Okay. Mit erst kurze Frage, zu einer kurzen Antwort. Danke für Ihre Recherche und den Vortrag darüber. Wir sollen ja alle mit der Deutschen Bahn, Bus, U-Bahn fahren, Straßenbahn. Haben Sie eigentlich bei Ihren Recherchen gehört, was geplant ist, wenn mal der Strom weg ist und Sie sind in der U-Bahn? Nein. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem mit unserer Verkehrssituation. Wenn der Strom nicht mehr läuft, geht gar nichts. Das wissen wir ja schon. Das brauchen wir nicht jetzt mit dem Verkehr zusammenbringen. Das größere Problem ist, dass wir ja, für unsere Infrastruktur für den Verkehr gar nicht mehr da ist. Wir wollen immer Güter auf die Straße, von der Straße auf die Schiene bringen. Wenn wir 10% des Güterverkehrs auf die Schiene bringen wollen, müssten wir das Schienennetz, das bestehende, verdoppeln. Dann viel Vergnügen beim Bau von Güterzugtrassen. Es werden einfach ideale Vorstellungen gesagt, mehr Verkehr auf die Schiene, mehr Personenverkehr auf die Schiene, was faktisch überhaupt nicht geht und auch gar nicht erstrebenswert ist, weil die Energieversorgung über die Schiene, der Strom, wir nicht geklärt haben, wo wir den Strom herkriegen wollen. In diesem Sinne, danke, Winter.